Im Moment, ich habe es gesagt, sind Sonderfraktionssitzungen. Insofern bin ich sehr dankbar, dass doch zwei Abgeordnete zu mir gefunden haben. Konstantin von Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ist da und Matthias Mittelberg, der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vielen Dank beiden, dass Sie aus diesen Sitzungen herausgekommen sind. Herr Mittelberg, Sie waren noch ganz kurz drin. Sie waren ja auch gestern in dieser Sitzung. Da hat die Fraktion, wie zu hören ist, die Unionsfraktion Druck gemacht. Es gab Äußerungen wie, das lassen wir uns nicht länger bieten. Es stand ja auch vor allen Dingen von Seiten der CSU am Sonntag immer so ein bisschen im Raum, die Fraktionsgemeinschaft könnte eventuell dann auch aufgekündigt werden. Und da haben die Abgeordneten, so ist zumindest zu hören, gestern mal ein Machtwort gesprochen. Wie ist denn das gewesen? Ja, es ist eigentlich nicht so lautstark vonstatten gegangen, aber wir haben schon deutlich gemacht, dass die Differenzen in der Sache eigentlich nicht so groß sind und dass man jetzt mal tatsächlich zu einem Kompromiss kommen muss. Und die Fraktion hat dann schon auch angedeutet, wenn die Beteiligten an der Spitze sich nicht zusammenfinden, dann müsste eben auch die Fraktion diese Aufgabe der Einigung übernehmen. Das mag einen gewissen hilfreichen Druck ausgelöst haben. Und ich sag mal, ich freue mich jetzt einfach darüber, dass es zu einer, finde ich, auch vernünftigen Einigung gekommen ist. Muss ich nochmal nachfragen, es gab ja in den letzten Wochen so ein bisschen Rudelbildung. Auf der einen Seite die CSU-Abgeordneten geschart um Horst Seehofer, den Parteivorsitzenden, auf der anderen Seite die Union nicht unbedingt komplett geschart hinter der Kanzlerin. Was bleibt denn da übrig? Können Sie sich vorstellen, mit den Führungsfiguren einfach so weiterzuarbeiten? Ja, das können wir uns vorstellen, weil es war keine Rudelbildung um einzelne Personen, sondern es war schon das Beziehen bestimmter Positionen. Also es gab schon auch in der Sache unterschiedliche Auffassungen zum Thema, auch wie man vielleicht politische Signale aussendet. Und da ging es ja am Ende dann auch um die Frage, machen wir Dinge isoliert national oder machen wir es auf der europäischen Ebene? Also das Thema ist auch ein bisschen ausgefächert. Und dass man das in so einer Fraktion diskutiert und auch innerhalb der Partei diskutiert hat, das finde ich jetzt per se nicht schlecht. Das hat allerdings zwischenzeitlich Formen angenommen, die ehrlich gesagt nicht mehr so ganz akzeptabel waren. Das stimmt, das haben wir auch alle von außen mitgekriegt. Herr von Notz, ich habe mir gestern so ein bisschen die Augen gerieben, als ich von dem Kompromiss gehört habe. Transitzentren, da kam mir doch irgendwas hoch. 2015 haben wir das Ganze doch schon mal diskutiert. Vor allen Dingen mit dem klaren Ergebnis, die SPD lädt das im Bausch und Bogen ab. Und wenn Sie den Fünf-Punkte-Plan von gestern der SPD sehen, da steht auch noch mal drin, keine geschlossenen Zentren. Das bezog sich auf die Ankerzentren. Was ist der Kompromiss wert? Also ich glaube, wir verfolgen hier seit mehreren Tagen, Wochen die Simulation von Politik. Hier werden künstlich Probleme aufbereitet, die dann auf großer Bühne in shakespearescher Manier inszeniert werden. Und ich glaube, es ist wirklich ein Problem für dieses Land, dass die CSU die Bundesbühne dazu nutzt, sich parteipolitisch zu profilieren. Sie trollt damit die ganze Bundesrepublik und man wird es sehen, diese Lager an der Grenze zu Österreich werden kein einziges Problem lösen. Man löst damit nicht den Migrationsdruck, man stoppt nicht das Ertrinken von Menschen im Mittelmeer, man sorgt nicht für eine gerechte Verteilung in Europa. Dafür gibt es wirklich andere Instrumente, die sind kompliziert und die kann die Union, CDU und CSU eben seit Jahren nicht lösen, obwohl sie eben regieren und das Innenministerium seit mehr als 12 Jahren innehaben. Herr Mittelberg, Sie sind einer der Hauptinnenpolitiker. Ihr Vorgänger Wolfgang Bosbach hatte immer Schwierigkeiten mit der Entscheidung der Kanzlerin, dort die Grenzen quasi für alle zu öffnen. In Wirklichkeit ist es ja ein bisschen anders. Durch Sondererlass werden die Grenzen in Bayern zumindest kontrolliert an 3 Stellen. Erstens, wird denn dieser Sondererlass jetzt ist er überhaupt wieder beantragt? Der ist im Mai ausgelaufen. Hat der jetzige Innenminister das beantragt? Wissen Sie das? Und zum Zweiten, muss man denn überhaupt die Grenzen kontrollieren? Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Angela Merkel sagt. Oder ich habe es vorhin vorgelesen, 21.000 sind ja aufgegriffen worden. Die melden sich nämlich in Deutschland, wollen natürlich hier auch Asyl haben. Und dann kann man sie doch einordnen und zurückführen. Also solange wir Sondersituationen haben wie Sicherheitsgefährdung und solange wir auch schon noch ein erhebliches Maß an Sekundärmigration, also das Weiterwandern von Flüchtlingen in Europa haben, sind die Grenzkontrollen völlig in Ordnung. Und die müssen wir auch beibehalten. Denn wir haben ja den Effekt, dass wir im letzten Jahr ungefähr 130.000 Menschen hatten, die insgesamt nach Europa gekommen sind. Wir hatten aber erstaunlicherweise fast 160.000, die nach Deutschland gekommen sind. Also da ist festzustellen, dass Menschen, die sich offensichtlich schon länger, Monate oder Jahre in anderen europäischen Ländern aufhalten, dann weiter wandern nach Deutschland. Zum Teil haben die sogar eine Asylanerkennung in anderen Ländern. Zum Teil sind sie dort nach einem kompletten Asylverfahren abgelehnt worden.
Und deswegen ist das auch kein Pseudoproblem, diese Sekundärmigration, sondern es ist ein Thema, dem wir uns zuwenden mussten. Das haben wir jetzt getan und ich glaube, dafür haben wir eine adäquate Lösung gefunden. Ich gebe Herrn von Notz allerdings recht, dass das Thema Flüchtlinge ein wesentlich weiterreichendes Thema ist. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man viel mehr den Blick auf die Ergebnisse gelenkt hätte, die Angela Merkel jetzt auch auf dem Flüchtlingsgipfel oder auf dem europäischen Gipfel in Brüssel erreicht hat. Denn das sind eigentlich die Fragen, die längerfristig eine Lösung bringen werden. Gucken wir noch mal erst ins Kleine. Dass hier überhaupt Menschen ankommen, die zum Beispiel in Italien registriert sind, liegt ja auch daran, dass diese Menschen sich dann weiter frei bewegen können. Da fragt man sich wirklich, das ist einer der Kritikpunkte, warum kommen die an der deutschen Grenze an, wandern durch Deutschland nach Schweden oder bleiben dann hier, suchen sich den Ort aus. Warum sucht sich der Flüchtling den Ort aus? Warum wird er nicht tatsächlich das, was die CSU gefordert hat, zentral erfasst und dann wird aussortiert? Darf der bleiben, darf der nicht bleiben und dann erst die Reisefreiheit? Da haben die Grünen immer für gekämpft, dass jeder Mensch sich hier frei bewegen kann. War das nicht ein Fehler? Ich glaube, es ist einfach ein Problem, wenn man Hunderttausende von Menschen einkasernieren will. Und genau dieses Problem werden wir jetzt die Diskussion darum mit diesen Lagern an der Grenze bekommen. Wir sind nicht die Einzigen, die das kritisch sehen. Auch die Bundespolizei sieht das ausgesprochen kritisch. Ich glaube, unser Hauptproblem ist, und das beklagen wir seit vielen Jahren, ist die Länge der Asylverfahren. Wir brauchen schnelle Verfahren. Wir brauchen Humanität und Ordnung. Das Problem ist, alles, was jetzt an Kompromiss erreicht ist, inklusive dieser sogenannten Zentren, ist eben keine Lösung, weder für Humanität noch für Ordnung, sondern es ist ein Symbolthema. Wir haben darüber vor Jahren schon diskutiert. Es ist ein Vertrag zulasten Dritter, weil man eben die SPD nicht einbezieht in dieses Schauspiel, was man hier sieht und jetzt das Problem einfach bei denen ablädt. Die werden das am Ende wahrscheinlich mitmachen, aber das ist natürlich, sage ich mal, für den Politikbetrieb insgesamt einfach ein problematisches Szenario. Und was mich daran so massiv stört, wenn es um die Sache ginge, dann könnten wir ja über alles reden. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, wie man Migrationspolitik am besten macht und so. Aber hier ist es ganz offenkundig eine Inszenierung von Politik. Hier wird auf großer Bühne bis spät nachts das ganze Land in Atem gehalten, das ganze Land in Haftung genommen, weil die CSU in Bayern unter 40% steht. Und das ist eine unverantwortliche Politik. Wenn wir uns umgucken in der Welt, meinetwegen auch die Probleme, die durch Migration entstehen, aber vor allen Dingen die Ursachen, die das auslösen, die Kriege, der Klimawandel. Wenn man sich anschaut, was wir im Augenblick für eine Konfrontation mit den USA haben, dann haben wir einfach massive Probleme und können uns dieses Staatsschauspiel, was Horst Seehofer und seine Leute hier abliefern, nicht leisten. Ich nehme mal eins raus, die Geschwindigkeit. Ich hatte es vorhin ja auch schon mal angesprochen. Warum braucht Deutschland so lange? Wir haben den klassischen Fall einer Frau, die aus Griechenland kommt, dort schon erfasst ist und hochschwanger ist. Die wird nicht wieder zurückgeschoben, sagen zumindest die meisten Juristen. Was ändert sich denn jetzt mit den Transitzentren an solchen Grenzfällen? Also die Transitzentren führen dazu, dass es formal keine Einreise gibt. Also es ist jemand nicht eingereist. Flughafenverfahren quasi. Genau. Das, was wir an den Flughäfen schon praktizieren, das ist jetzt das, was an der bayerisch-österreichischen Grenze dann praktiziert werden soll. Das heißt, es findet keine Einreise statt und dann finden auch zeitlich begrenzt Prüfungen statt, ob Deutschland zuständig ist für die Durchführung des Asylverfahrens. Es findet also keine Prüfung in der Sache statt, hat jemand Asylrecht oder nicht, sondern es findet nur statt die Prüfung, wer ist zuständig. Und wenn wir feststellen, Griechenland etwa ist zuständig, Spanien ist zuständig, für die Länder hat Angela Merkel ja konkrete Vereinbarungen ausgehandelt, dann können wir die Menschen direkt aus den Transitzentren zurückführen nach Spanien oder nach Griechenland. Das heißt, dann sind die Verfahren auch extrem kurz. Also ich glaube, über große Lager mit langen Verweilzeiten braucht man sich in dem Thema keine Gedanken machen. Habe ich verstanden. Entschuldigung, ich muss noch mal nachfragen. Aber diese schwangere Frau, von der ich sprach, die tatsächlich nach Meinung vieler Juristen nicht zurückgeführt werden kann, zum Beispiel nach Griechenland, weil die Lager nicht in Ordnung sind, was ich ein bisschen komisch finde. Ich fahre immer gerne nach Griechenland in Urlaub, aber das ist ein anderes Thema. Aber was ist denn für die Frau? Da sagen Sie, die ist ja in Deutschland nicht eingereist. Das interessiert uns nicht, dass sie hochschwanger ist und wo die dann wieder hinkommt. Das ist doch völlig inhuman. Naja, also das sind natürlich Sonderfälle, in denen es auch um Humanität geht. Da geht es ja auch darum, dass man unter Umständen medizinisch Soforthilfe leisten muss. Und das ist ganz klar, dass die dann erstmal geleistet wird. Aber wenn dann, ich sag mal, es zu einer Geburt beispielsweise gekommen ist und die Verhältnisse sind wieder einigermaßen geordnet, dann muss natürlich trotzdem ein normales Verfahren stattfinden. So, das hatten wir aber bisher im normalen Asylverfahren auch, diese Fälle.
Bisher war es eben nur so, dass diese Fälle sich wahnsinnig lange hingezogen haben. Das wird sich mit dem Transitverfahren jetzt ganz deutlich verkürzen. Okay, das ist auch eine Forderung der CSU gewesen, dass sozusagen die Menschen gar nicht richtig einreisen. Dieses Flughafenverfahren war eine der Kernforderungen. Da ist also, findet sich Horst Seehofer wieder. Angela Merkel kann darauf verweisen, dass ihre europäische Lösung nach wie vor gilt. Es ist gegen niemanden gerichtet. Keine dritten Interessen sind betroffen, sondern man hat ja dann bilaterale Verträge, die erst ausgehandelt werden müssen. Also beide Seiten, CDU und CSU, können zufrieden sein. Also ich glaube nicht, weil es eben kein einziges Problem löst. Und es fängt an bei dieser Fiktion der Nicht-Einreise. Es ist juristisch hoch umstritten, ob das überhaupt durchträgt. Wenn man jetzt sagt, sie befinden sich zwar auf deutschem Boden, aber wir tun jetzt mal so, als würden sie sich nicht auf deutschem Boden befinden. Das ist einfach problematisch, wenn man solche Konstrukte wählt. Und ich bleibe dabei, Migrationspolitik braucht Humanität und Ordnung. Und die Humanität kommt in all den Punkten, die hier genannt wurden in den letzten Wochen, überhaupt nicht mehr vor. Und wenn man sich anguckt, dass genau das eine Stärke Deutschlands war, dann greift das zu kurz und ist etwas, was uns nicht weiterhilft.